Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Kollegin Fürst, wurden Sie attackiert? Ich will das von Ihnen wissen. Und nicht von... Ich schreie es doch nicht dauernd aus. Das gibt es ja nicht. Falls zur Beruhigung, England führt 2-1 durch einen Öffer. Vielleicht sit down. So. Gott. Schauen Sie, wieso führen wir diese Debatte? Es wurden über ein Jahr lang intensiv in diesem Ausschuss gearbeitet. Viele Stunden Energien hineingesteckt, stundenlang Akten gelesen. Und trotz aller Verzögerungstaktiken durch eben Geschäftsordnungsdebatten, nicht kommen, verzögert kommen, dann die Ausschussführung vom Herrn Präsidenten, sich immer wieder ins Wort hineinzufallen, Unterstellung nicht zugelassen. Trotzdem haben so viele Abgeordnete ihr Herzblut hier hineingesteckt und gearbeitet. Und sie möchten weitermachen, weil wir nach wie vor Akten haben, die nicht geliefert wurden, absichtlich. Ich kann mich an eine Rede von mir erinnern im Frühjahr, wo ich mich beschwert habe, dass der Finanzminister die Akten nicht geliefert hat. Am Ende der Sitzung hat der Herr Präsident zu mir gesagt, unter vier Augen, er hat Zeit bis 26. April. Aha, okay. Und hat das geliefert? Er hat es nicht geliefert. Was wollen Sie verhindern? Wo soll das hinführen? Haben Sie all die Fragen, die meine Kollegin Kuharowicz gestellt hat, beantwortet? Wer? Nichts hat er beantwortet. Gar nichts. Sagen Sie doch, warum wollen Sie? Herr Hanger, was ist aus Ihnen geworden? Wirklich, Sie sind, mich fragen die Menschen da draußen, sag einmal, ist der Hanger, so genau, den habe ich nicht so kennengelernt, der ist so lang drinnen im Parlament wie ich, aber der ist, na aber, hören Sie auf, ich sage Ihnen, ich habe, seit ich im Parlament bin, 3 Untersuchungsausschüsse mitgemacht. Wer sagten Sie? Und sowas haben wir wirklich nicht. Dann geht es im Herbst wieder in den dritten eine. Maran, das ist das Niveau. Und das möchten wir nicht zulassen. Um diesen Respekt hat meine Kollegin gebeten. Gehen Sie in den nächsten eine. Sehr lustig. Schauen Sie, Kolleginnen von den Grünen. Das wird alles jetzt geschreddert. Ich weiß schon, Sie haben eine erotische Beziehung zum Schreddern, ja? Aber was ist mit euch? Das wird jetzt alles weggeschmissen und im Herbst soll das alles wieder eingeliefert werden. Und wir setzen uns wieder hin. Ist das Parlamentarismus? Das möchte ich in meiner Biografie nicht haben, dass ihr das verhindert habt. Und eine... Na, bitte, ihr könnt es auch nicht mehr argumentieren, sonst kommt die FPÖ, weil die ist schon da. Nein, 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 was? Nein, ich habe nichts. Ihr verhindert die Verlängerung des Untersuchungsausschusses. So schaut es aus. Und das habt ihr dann in eurer Biografie. Erzählt es mir nicht.